Der Stefan Peer leitet den Sicherheitsdienst bei der Firma Landquart, die Hochsicherheitspapier herstellt. Er hat sich für den Lehrgang zum Spezialist Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz entschieden. Wieso eigentlich? Es ist eine Horizonterweiterung selbstverständlich und es ist einfach ein allgemeines Thema. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist hochinteressant und man kann sich da recht gut weiterentwickeln. Es war einem gar nicht so bewusst gewesen, was die Themen eigentlich alles so beinhalten. Für den Kursleiter Christian Lütti, der begehrteste Job der Schweiz. Also für mich ist eine Herzensangelegenheit Arbeitssicherheit. Und wenn ich schaffe, den Funken zu dir rüber zu tun, dann ist das natürlich sicher ein grosses Thema Arbeitssicherheit. Und für mich ist es auch eine befriedende Tätigkeit. Was behandelt der Lehrgang denn genau? Es geht um den ganzen Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Wie tun wir den anwenden, wie tun wir den umsetzen, mit dem Fokus, dass wir natürlich unsere Industrie, unser Gewerbe, Bau, aber auch Dienstleistungsbetrieb können unterstützen, die Vorgesetzten können unterstützen, mit dem Ziel, keine Ausfalltage, keine Unfall zu produzieren. Die Ausbildung bringt den Absolventen ein eidgenössisches Diplom und sie sind also Spezialisten nach der ECHAS-Richtlinie 6508. Dürfen also als Spezialisten Arbeitssicherheit tätig sein. Wir haben Teilnehmer aus allen Branchen, Dienstleistung, Bau, Industrie, Gewerbe, Männlein, Weiblein. Ich finde das sehr spannend. Ich lerne jedes Mal auch etwas dazu als Kursleiter. Christian Lütti hat klare Ziele für seine Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Mein Ziel ist, dass meine Kursteilnehmer die Prüfung bestehen. Und das zweite Ziel ist aber auch, dass nach der Prüfung im Haifischbecken Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz überleben. Das heisst, ich will meine Kursteilnehmenden auch vorbereiten auf nachher die Umsetzung, das Leben nach der Prüfung. Im Idealfall kann man alles, was man bei uns gelernt hat, nachher im Betrieb umsetzen, eins zu eins. Das ist aus meiner Sicht die beste Lernstrategie, die man machen kann. Was man zusätzlich anbietet, ist regelmäßige Webinare, dass das zwischen den Präsenzblöcken, dass man das noch vertiefen können, offene Fragen beantworten und sich optimal so auf die Prüfung vorbereiten. Und für mich ist ganz wichtig, dass man einen logischen Aufbau macht in der ganzen Ausbildung. Und das heisst für mich konkret, ich halte mich nicht ganz dran als Hauptmodul 1, 2, 3, sondern ich versuche, das, was wichtig ist, zuerst vorziehen. Dann ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist der Praxisbezug. Mein Ziel ist, dass man möglichst viel Betrieb besuchen kann während dem Lehrgang. Das heisst, es gibt einen Input, zum Beispiel das Thema Ergonomie. Und nachher möchte ich das Thema Ergonomie nicht nur theoretisch anschauen mit den Teilnehmenden, sondern dass man wirklich in einem Betrieb eins zu eins das beurteilen kann. Und da bin ich überzeugt, das ist der optimalste Lernerfolg, den man gewährleisten kann. Regional, fast schweizweit darf man sogar sagen, haben wir ganz einen Haufen fremde Firmen kennenlernen und vor allem auch die inhaltlichen Geschichten, was bei denen spezifisch in der Arbeitssicherheit und auch im Gesundheitsschutz für Probleme gibt oder sogar für gute Lösungen gibt. Das macht sicher SIOP noch etwas aus, weil wir viel ein grösseres Spektrum können an Wissen erlangen, also nur spezifisch, wenn du jetzt im industriellen Betrieb bist oder wenn du im baulichen Gewerbe unterwegs bist. Sowieso, ihm liegen seine Kursteilnehmer am Herzen. Also bei mir ist nicht jeder Teilnehmer einfach ein Nümmerli oder einfach ein Kunde, der zahlt, sondern ich will wirklich auf die Bedürfnisse eingehen. Ich suche auch den Kontakt zu den Teilnehmern. Das heisst, wenn ich auch feststelle, dass vielleicht ein Teilnehmer irgendwo stockt mit einem Lernerfolg, nicht weiterkommt, dass ich den Teilnehmer konkret anspreche und das Angebot auch mache, du, wir tun halt neben dem offiziellen Teil noch etwas miteinander lernen oder wie kann ich jemanden unterstützen. Wohin kann der Weg für den Stefan Peer und andere dann überhaupt führen? Ja, wenn man Spezialist Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist, kann man natürlich allenfalls einen neuen Job suchen in diesem Bereich, wo man vielleicht dann 100% als Sicherheitsbeauftragter schafft. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man sich selbstständig machen kann. Teilweise wird es auch so sein, dass man zum Beispiel auch mit mir eine Zusammenarbeit suchen kann. Und spätestens nach 3 Jahren ist es möglich, die höhere Fachprüfung zu machen, zum Experten Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, wo jetzt das erste Mal stattfindet. Das ist so ein bisschen die Nachfolgeausbildung Sicherheitsingenieur.